Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und zwar der Content zu Mario Odyssey geht Nintendo nicht aus, Leute. Es kommen immer weitere Outfits. Und nicht nur das, Leute. Es werden immer weitere Sachen geleakt. Und ich denke, jetzt zur E3 wird sowieso richtig rund gehen. Wir kriegen da zu 100% einen Trailer, einen Teaser, irgendwas gezeigt zu dem neuen DLC, was 100%ig das Sunshine-Königreich sein wird. Sprich, Isla Delfino. Ich bin mir sicher, das wird Delfino Plaza sein. Aber, Leute, darum geht's heute nicht. Es gibt neue Outfits, die ich euch zeige. Und darunter gibt's einen Zombie-Mario sogar. Oh mein Gott, ich werde es euch zeigen. Und zwar diese Namen der Outfits waren schon vorher gelegt. Darüber hatte ich schon mal ein Video gemacht vor längerer Zeit. Aber jetzt sieht man sogar die Skins, wie sie aussehen in dem Vorstellungsscreen, wenn der neue Skin freigeschaltet wird. Ich zeige sie euch jetzt alle. Lehnt euch zurück. Viel Spaß! Und zwar kam letzte Woche ja schon der eine Bruder-Skin von dem von den Hasen, also von dieser Hasen-Crew, kam ja dieser Topper, dieser Grüne mit den Hasenohren, die dann aus Marios Hut oben rausgucken, was ziemlich lustig aussieht. Der kam letzte Woche und man kann schon eins und eins zusammenzählen, dass die Skins von Spurt, Rango und Harriet auch kommen. Das sind die anderen drei Hasen. Und ich denke, die werden hundertprozentig jetzt irgendwann nachgeliefert in der nächsten Zeit, ohne festes Datum irgendwie. So sehen sie auf jeden Fall aus. Ihr seht sie hier. Sie sehen ziemlich cool aus. Ich finde es cool, dass Mario diese Outfits noch kriegt, was ja nicht selbstverständlich ist, Leute. Aber wir gehen weiter zu dem nächsten Skin, der ziemlich cool ist. Und zwar der nächste Skin ist dieser Mario Motor Skin, sprich dieser Mario Kart Skin, kann man fast schon sagen, aber es ist eher wirklich auf dieses Rennsportmäßige eher ausgelegt und dort sieht man einmal an seinen Arm den Sponsor Galaxy Air. Für alle wirklichen Mario Kart Fans könnt ihr das erkennen und zwar, das ist natürlich Luma von Mario Galaxy, aber das ist ja aus Mario Kart, die verschiedenen Sponsoren und da ist ja einmal Galaxy Air. Oben auf seiner linken Brust sehen wir einmal nochmal Red Shell Strike Equipment, was auch ein Sponsor ist von Mario Kart, aus dem Mario Kart 8 Deluxe. Und auf der anderen Seite sehen wir noch Mario Kart Television, MKTV, was ja auch wirklich ziemlich cool war und auch trotzdem noch ein Sponsor war für die verschiedenen Mario Kart Fahrer. Wann das Outfit kommt, kann man schwer sagen. Ich denke, das wird auch einfach irgendwann erscheinen, weil es kein neues Mario Kart jetzt in naher Zukunft gibt. Ansonsten könnte man das zum Release perfekt verknüpfen, aber ich glaube, da ja Mario Kart 8 Deluxe noch relativ neu ist, wird erstmal nichts kommen. Als nächstes Outfit haben wir einen Weihnachtsmann Mario und das ist wirklich ein Standard-Outfit, was ich mir auch gedacht habe, dass es irgendwann kommt und ich glaube, wir wissen alle, dass es jetzt um die Weihnachtszeit kommt, was noch ziemlich lange hin ist, aber das zeigt meiner Meinung nach, dass Nintendo noch ein bisschen weiter jetzt Mario Odyssey hinplant, weil ich glaube auch, dass zum Winterverkauf oder vielleicht zum Oktober, November, dass da irgendwann auch das DLC zu Mario Odyssey rauskommen wird oder eventuell jetzt schon zur E3. Auf jeden Fall dieser Weihnachtsmann Mario mit nochmal einem angeklebten weißen Bart und hinter ihm ganz interessant dieser Pixel Mario. Ob das jetzt ein eigenständiger Skin ist, würde ich mir extrem wünschen, was ich aber glaube ich nicht denke, dass das möglich ist so. Eventuell ist das auch nur ein Hinweis, dass man den mit der Pixel Mario Amiibo irgendwie kriegt, aber das ist natürlich auch wieder ein bisschen zu eigen wäre, wenn die das an Weihnachten raushauen wollen für alle, dass es dann nur mit einer Amiibo möglich ist, das auch irgendwie Blödsinn. Oder dieser Pixel Mario ist einfach hinter dem anderen Mario, so wie es hier ist, was natürlich auch erstmal gameplay-technisch ein bisschen komisch wäre, aber als lustiges Easter Egg zu Weihnachten könnten die sowas auf jeden Fall machen. Ist ein bisschen komisch, aber cool. Dann haben wir noch den komischen Mozart Mario, diesen Musiker Mario mit dieser komischen grauen Perücke auf dem Kopf. Sieht ziemlich komisch aus, kann man wirklich nicht anders sagen. Wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsskin, aber okay. Dann lass uns jetzt zu den Besten kommen und zwar zu dem Zombie Mario. Meine Fresse, was hat sich Nintendo dabei gedacht, ein Mario zu designen mit weißen Augen ohne Pupillen, zerfetzter Kleidung und einer Axt in dem Kopf, Leute. Das ist der Skin und ich bin mir schon sicher, dass der irgendwann in Richtung Halloween kommen wird, wenn nicht an Halloween selber. Kann ich mir vorstellen, weil es keinen besseren Zeitpunkt dafür gibt und es passt einfach, dass sie die Events perfekt nutzen jetzt, um also Feiertage nutzen, um neue Skins rauszuhauen. Und da in manchen Ländern auch Halloween extrem gefeiert wird, ist dieser Skin einfach echt cool. Auch wenn ich sagen muss, Mario ist ein Kinderspiel und dort spielt man dann theoretisch eine Leiche mit einer Axt in dem Kopf. Also das ist ziemlich krass. Er hat auch schon diese grüne Haut, dass die Haut auch schon verfault ist, wie so ein richtiger Zombie. Ich finde es richtig cool an sich und ist auf jeden Fall jetzt von diesen ganzen Skins hier und allgemein von allen Skins, wenn nicht sogar, mein Lieblingsskin. Die Sache ist halt, ob die Augen von Cappy dann in der Axt sind und ob Mario dann die Axt wirft. Wie geil wäre das denn, Leute, wenn Mario die Axt wirft auf irgendwelche Gegner und sie damit dann kapert? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den neuen Skins denkt. Welcher von diesen ganzen Skins ist euer Lieblingsskin? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr schon jetzt geht. Ich würde mich echt darüber freuen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Morgen früh kommt das nächste Video, wenn ihr alle frei habt. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.